Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag in der Reihe Die überforderte Behörde – Neue Forschungen zur Treuhandanstalt. Wir senden wie gewohnt live aus dem Veranstaltungssaal in Berlin-Mitte. Mit dem heutigen Vortrag wenden wir uns der Treuhand und der Region Berlin-Brandenburg und damit unter anderem auch dem Fallbeispiel der Stahlindustrie zu. Ganz herzlich begrüßen möchte ich daher den heutigen Referenten Wolf-Rüdiger Knoll vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin sowie den Moderator des heutigen Abends, Professor Dr. Dirk Hoffmann, ebenfalls vom Institut für Zeitgeschichte, dort stellvertretender Abteilungsleiter und Leiter des großen Forschungsprojekts zur Treuhand. Mit dem heutigen Vortrag endet unsere achteilige Reihe, mit der wir Ihnen neue Forschungen zur Treuhandanstalt präsentiert haben und auch mit Ihnen diskutiert. Diese Reihe haben wir, die Bundesstiftung Aufarbeitung, gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte veranstaltet. Und mit diesen 8 Vorträgen haben wir einen großen Bogen geschlagen. Vom Zugang, vom Aktenzugang im Bundesarchiv über eine Reihe von Fallbeispielen wie die Leuna-Affäre, den Fall Carl Zeiss Jena oder die Privatisierung international bis hin zur Rolle der Gewerkschaften und der Bundesregierung. Sollten Sie einen Vortrag verpasst haben, so können Sie diesen jederzeit nachsehen und nachhören, entweder auf dem Kanal der Bundesstiftung auf YouTube oder in der Mediathek auf unserer Website. Und auch wenn die Reihe heute vorerst endet, gehen die Forschungen zur Geschichte der Treuhand natürlich weiter und wir freuen uns sehr dann auf künftige neue Ergebnisse. Und ganz sicher wird uns das Thema Treuhandanstalt natürlich auch in anderer Weise in zukünftig begleiten. Heute aber blicken wir erst einmal nach Brandenburg und natürlich sind auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer herzlich eingeladen, sich mit Fragen zu beteiligen. Das können Sie auf 2 Wegen. Wie gewohnt, zum einen über die Chatfunktion bei YouTube und zum anderen via E-Mail an veranstaltungen@bundesstiftung-aufarbeitung.de, eine E-Mail-Adresse, die Sie auch immer eingeblendet werden. Ich werde hier als Ihre Stimme am Rand stehen, die Fragen sammeln und wir sind sicher, dass wir wieder viele oder alle Fragen sogar berücksichtigen können. Und jetzt wünsche ich uns einen spannenden Vortrag und einen angeregten Austausch. Ja, liebe Frau Kuschel, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, daheim an den Bildschirmen, an den Laptops auch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser vorerst leider letzten Veranstaltung dieser Vortragsreihe. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatten über die Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft und die Rolle der Treuhandanstalt stand und steht die Treuhandanstalt als Behörde zentral im Mittelpunkt des Interesses. Und das ist auch richtig und nachvollziehbar, denn hier in dieser Behörde wurden die wichtigen zentralen Entscheidungen für die Privatisierungsfälle getroffen. Aber in der Behörde gab es auch ein Leitungsgremium, der Verwaltungsrat. Und in diesem Verwaltungsrat saßen auch andere Akteure. Also das, was wir versucht haben, in dieser Veranstaltungsreihe mit in den Blick zu nehmen, andere Akteure neben der Treuhandanstalt, wird uns heute auch sehr stark beschäftigen. Im Verwaltungsrat saßen neben Vertretern der Gewerkschaften und der Arbeitgeber auch Vertreter der ostdeutschen Landesregierungen. Heute geht es um ein ostdeutsches Land, um Brandenburg, das erst nach der deutschen Einheit am 3. Oktober gebildet werden konnte, wie übrigens auch alle anderen ostdeutschen Bundesländer mit der Landtagswahl am 14. Oktober, die zeitgleich in allen 5 ostdeutschen Ländern stattfanden, konnten erstmals dann auch frei gewählte Parlamente und auch frei gewählte Regierungen sozusagen intronisiert werden. Und der Landesaufbau, der Aufbau der Landesverwaltung konnte dann eigentlich erst richtig neu beginnen unter diesen Anforderungen einer neuen demokratischen Verfassung, aber auch unter den Anforderungen der sozioökonomischen Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft. Die Frage, die uns heute vermutlich auch beschäftigen wird, wird sein, ob es unterschiedliche Wege in den ostdeutschen Ländern gab. Also gab es einen speziellen Brandenburger Weg in der Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft, personifiziert etwa durch den Ministerpräsidenten Manfred Stolpe oder durch die Arbeits- und Sozialministerin Regine Hildebrand, die also weit über die Landesgrenzen hinaus auch bekannt wurde, bis heute zu auch bekannt ist, sozusagen als tituliert Mutter Courage des Ostens auch bezeichnet wurde.
Zu diesem Thema haben wir auch wieder einen Experten gewinnen können. Ich darf Ihnen Wolf-Rüdiger Knoll vorstellen. Herr Knoll hat Geschichte und Volkswirtschaft an der Humboldt-Universität hier in Berlin studiert, hat 2014 einen Masterabschluss gemacht. Thema seiner Masterarbeit war Personenkult im Sozialismus, sozialistische Ikonografie im DEFA-Film am Beispiel Ernst Thälmanns. Von 2015 bis 2017 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Point Alpha Stiftung und dort Studienleiter der Point Alpha Akademie. Seit Sommer 2017 ist der Knoll wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte und beschäftigt sich da im Rahmen seines Projektes, seines Einzelprojektes mit dem Thema Akteursstrukturen und Privatisierungspraxis in der Transformation, die Arbeit der Treuhandanstalt im Land Brandenburg 1990 bis 1994. Aus diesem Thema hat er zahlreiche Publikationen bereits vorgelegt aus Sammelbänden. Ich erinnere nur an den Tagungsband, den ich zu Beginn dieser Reihe in die Kameras auch halten durfte. Auch dort hat er einen Beitrag abgelegt, den Sie gerne nachlesen können. Und aus diesem Projektzusammenhang wird er uns heute sozusagen auch berichten über seine Arbeit und das Thema. Bitte, Herr Knoll, Sie haben das Wort. Bühne frei. Zunächst einmal herzlichen Dank an Franziska Kuschel und Dirk Hoffmann für die sehr netten einführenden Worte, die auch schon den inhaltlichen Rahmen ein Stück weit gesetzt haben. Was möchte ich heute machen? Ich würde ganz gerne beginnen und an meine Ausführungen einen kleinen Filmausschnitt stellen, damit das Ganze vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Es geht zu Beginn um eine Fernsehsendung mit dem Titel Was nun, Herr Rohwedder, die im Februar 1991 aufgezeichnet wurde. Worum ging es? Die ökonomische Krise in Ostdeutschland und die lauter werdenden Proteste gegen den Privatisierungskurs der Treuhandanstalt veranlassten das ZDF dazu, Treuhandpräsident Detlef Carsten Rohwedder im Rahmen dieser Sendung zu befragen. Nachdem Rohwedder sich zunächst den Fragen der Journalisten stellte, hatten diese noch eine Überraschung für ihn vorbereitet. Und genau auf diese Überraschung möchte ich nun hinaus. Es wird jetzt ein kleiner Videoausschnitt zu sehen sein, circa 3 Minuten. Und ich gebe mal ein kurzes Signal in die Regie, dass Sie gerne mit dem Video beginnen dürfen. Es ist viel schwerer. Der Überraschungsgast, Herr Rohwedder, der jetzt zu uns kommt, arbeitet nur wenige Kilometer von Ihrer Zentrale am Berliner Alexanderplatz entfernt, in Potsdam nämlich, und hat das auszubaden, was dann passiert, wenn Sie Betriebe stilllegen. Es ist die Arbeits- und Sozialministerin von Brandenburg. Ja. Es ist Regine Hildebrand. Frau Rohwedder. Frau Doktor. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen munterer hier. Ja, ja, dafür sorgen Sie jetzt. Ja. Ja. Sie haben uns auch mal schon zugehört. Ich habe Ihnen schon zugehört. Na, da Sie können wir. Platz, ja. Dankeschön. Sie haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, Frau Hildebrand, mit Herrn Rohwedder zu diskutieren, ihm Fragen zu stellen. Wir wollen uns da gar nicht einmischen. Also bitte schön, Sie haben gesagt, es wird jetzt munterer, noch munterer. Haben Sie denn wir gehört, gespannt. Was wir gesagt haben? Na, aber und wie? Ja. Und wie fanden Sie das? Ja, wie eine Beerdigungsveranstaltung so ungefähr. Also ich meine, alles in Ruhe, alles seriös vorgetragen. Und selbst die kleinen Einblendungen, die konnten hier also auch gar nicht weiter irritieren. Ja? Also wenn die Menschen da am Ende sind, und wenn gesagt wird, dass also selbst die wirtschaftliche Perspektive die mögliche gewesen wäre durch die Kleinunternehmer, dass die nicht kommt, dann ja, das nimmt man so zur Kenntnis und stellt fest, also so ist es nun mal. Und also was machen Sie denn? Sie stellen es, nehmen es auch zur Kenntnis? Ich nehme es zur Kenntnis, aber wie Sie wissen, schon lange ohne diese Bierruhe, wenn ich, aber das ist ein bisschen böse. Wasserruhe. Ich meine, ja, die Wasserruhe, ja. Wissen Sie, als Sie nach Berlin kamen und genau wie Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, das ist eine Aufgabe, die Sie wirklich fordert und die Sie bewegt. Und als Sie nach Berlin kamen, sprachen wir bei der ersten Zusammenkunft. Ja, ich war bei Ihnen, klar. Eben. In Ihrer Wohnung war ich sogar. Sogar in Ihrer Wohnung. Und Sie ja, erinnern damals sich, durfte ich noch hin. Ja, 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 ja. Und Sie erinnern sich auch noch an den Spruch, ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Frage, das haben Sie von mir gelernt an dem wird's Abend. Wird's getan? Wir sprachen damals schon, da ging es nämlich das erste Mal hier, wir sterben ja hier in Etappen. Das erste Mal nach dem 1. Juli gab es die Liste mit den Betrieben, die in Konkurs gehen sollten. Jetzt ist zwischendurch wieder davon die Rede. Nun wird es offenbar wirklich ernst.
Das heißt, dieses Problem, das tragen wir nun mit seit über einem halben Jahr vor uns her. Und Sie wissen es und ich wissen es und alle anderen wissen es auch. Und was tun wir nun? Aber Frau Hildebrand, inzwischen sind Sie doch die Ministerin in der Landesregierung von Brandenburg. Aber ich war damals schon Sie sind doch in der politischen Verantwortung. Ja, und was machen Sie denn nun? Ja, zum Beispiel mit der Treuhand. Na, was auf dem gleichen Weg, bei dem wir damals begonnen haben. Aber ich habe Ihnen doch damals schon gesagt, dass Sie die Treuhand nicht so sehen dürfen, dass es eine politische Verantwortung gibt für die Wirtschaftspolitik. Und Sie sind doch Arbeitsministerin. Was machen Sie denn nun, um den Arbeitsmarkt in Brandenburg weniger schlecht aussehen zu lassen, wie er ist? An der Stelle endet dieses kurze Video, was dann noch 15 Minuten weitergeht. Und tatsächlich entwickelt sich dort aus einem munter beginnenden Gespräch eine wahre Auseinandersetzung über die Rolle der Treuhandanstalt einerseits und den Gestaltungsmöglichkeiten der Landesregierung auf der anderen Seite. Die von Regine Hildebrand beinahe verzweifelt geforderte bessere Kommunikation mit der Treuhand und deren stärkere Einbindung entsprach dabei der Wahrnehmung, dass die ostdeutschen Landesregierungen das dominante Auftreten der Treuhand beinahe ohnmächtig hätten hinnehmen müssen. In der Vergangenheit genutzte mediale und literarische Schlagworte einer omnipräsent allmächtigen Kolonialbehörde wurden ergänzt durch Aussagen wie die des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, der die Treuhand als, Zitat, mächtige Nebenregierung bezeichnete. Trotz dieser Zuschreibung ist die eigentliche Zusammenarbeit zwischen der Treuhand und den ostdeutschen Landesregierungen bisher nur in geringem Umfang Forschungsgegenstand gewesen. Abgesehen von der Rolle der Landesregierung stellt sich dabei aber auch die Frage, welche Akteure auf regionaler und lokaler Ebene mit und gegenüber der Treuhandanstalt agierten bzw. deren Tätigkeit beeinflussen konnten. Diesen Fragen und Problemstellungen möchte ich mich nun gerne in drei Abschnitten widmen. Es soll zunächst einmal um den Neuaufbau und die Herausforderungen der neuen Bundesländer gehen. Das heißt, wer waren denn die maßgeblichen Charaktere? Mit welchen Problemen sahen sich die Landesregierungen zum Beispiel konfrontiert? In einem zweiten Schritt möchte ich auf die Zusammenarbeit zwischen der Treuhand und dem Land Brandenburg der Landesregierung genauer eingehen. Wie und in welchem Umfang gestaltete sich der Austausch zwischen der Treuhand und dem Land? Was waren auch Inhalte, letztlich auch Ergebnisse dieser Kooperation? Und in einem dritten Abschnitt möchte ich konkret werden, das heißt empirisch anhand von zwei Fallbeispielen, nämlich zum einen das Eisenhüttenkombinat Ost, Eco-Stahl, und auf der anderen Seite das Nebenmaschinenwerk in Wittenberge genauer betrachten und dabei den Fragen nachgehen, welche Einflussmöglichkeiten die Akteure bei der Privatisierung von Großbetrieben eigentlich hatten. Welche Konzepte verfolgte die Treuhand? Wie lassen sich die Ergebnisse dieser Privatisierung bewerten? Zu meinem ersten Abschnitt, dem Neuaufbau und den Herausforderungen der neuen Bundesländer. Als am 14. Oktober 1990 die Menschen, wie Dirk Hoffmann das gerade schon vorab bereits erwähnt hatte, in den neu gegründeten ostdeutschen Bundesländern zur Wahl der Länderparlamente aufgerufen wurden, waren die ersten Entscheidungen zur Privatisierung großer Betriebe bereits gefallen. Am 10. Oktober 1990 unterzeichnete etwa Mercedes-Benz einen Vorvertrag über die Zusammenarbeit mit dem IFA Automobilwerk in Luppisfelde, südlich von Berlin. Es ging dabei um die Produktion von Nutzkraftfahrzeugen. Das habe ich also ein bisschen fotografisch hier auf der rechten Seite dargestellt. Kurz darauf verkündete die Treuhandanstalt, dass der Chemiekonzern BASF das Synthesewerk Schwarzheide in der Niederlausitz übernimmt. Hier ein Ausschnitt auf der linken Seite der Präsentation. Mit dem Stahlkonzern Krupp vereinbarte die Treuhand am 18. Oktober zudem den Kauf des Kaltwalzwerkes Oranienburg, nördlich von Berlin. Was heißt das? Damit erfolgten die ersten großen Privatisierungen zu einem Zeitpunkt, an dem im Land Brandenburg noch keine gewählte Regierung bestand und Landesbehörden sowie Ministerien überhaupt erst im Aufbau begriffen waren. In Brandenburg begann die Koalition aus SPD, Bündnis 90 und FDP mit Manfred Stolpe als Ministerpräsidenten an der Spitze ihrer Arbeit am 1. November 1990. Und parallel zu den ersten Verkäufen erfolgten zu diesem Zeitpunkt bereits auch erste Abwicklungsbeschlüsse. In Wittenberge etwa resultierte aus der Schließung von zwei Standorten der chemischen Industrie Ende 1990 die Kündigung von 2.500 Beschäftigten. Derartige Entscheidungen in einer äußerst strukturschwachen Region veranlasste daher Treuhandpräsident Rohwedder dazu, Manfred Stolpe zu kontaktieren, damit dieser die Strukturanpassung vor Ort, und ich zitiere, durch regionalpolitische Maßnahmen flankieren könne.
Rohwedder hätte aber wissen müssen, dass die Landesregierung aufgrund ihrer geringen finanziellen Ausstattung und des parallel überhaupt erst erfolgenden Verwaltungsaufbaus vor gewaltigen Herausforderungen stand. Zum Beispiel eine dieser Hauptaufgaben bestand in der Übertragung und dem Aufbau westdeutscher Verwaltungsstandards auf das ostdeutsche Gebiet. Um den Auf- und Umbau der administrativen Strukturen besser betreuen zu können, stellten sich alte Bundesländer als Partner zur Seite. So wurden bereits einige Monate vor der offiziellen Wiedervereinigung die ersten Beamten in den Osten geschickt. Letztlich waren es von 1990 bis 1994 über 35.000 Beamte aus dem Westen, die in ostdeutschen Kommunen, Ländern und dem Bund tätig waren. Als Partner für Brandenburg diente Nordrhein-Westfalen. Dies resultierte unmittelbar aus der langjährigen Bekanntschaft zwischen Manfred Stolpe und Johannes Rau. Zusätzlich führten aber auch die SPD-Dominanz in beiden Ländern sowie die Erfahrungen Nordrhein-Westfalens in der Kohle- und Stahlindustrie zu dem Entschluss der Zusammenarbeit. Daher stammten letztlich die meisten Beamten, die nach Brandenburg entsendet wurden, aus Nordrhein-Westfalen. Dies waren 1994 540 von 647 entsendeten Beamten. Ein weiterer größerer Teil kam zudem aus West-Berlin, was aufgrund der geografischen Nähe allein schon durchaus Sinn ergab. Eine weitere besondere Herausforderung der kommunalen Selbstverwaltung bestand gerade im Hinblick auf das im Einigungsvertrag festgelegte Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Die dafür zuständigen Behörden und neu gegründeten Ämter für offene Vermögensfragen waren zunächst personell hoffnungslos unterbesetzt. So erfolgten im gesamten Jahr 1991 3.700 Entscheidungen in ganz Ostdeutschland, während im selben Zeitraum täglich 2.000 neue Anträge eingingen. Ein anderes Beispiel: Im März 1992 verzeichnete etwa der Kreis Eberswalde, nordöstlich von Berlin, 13.000 private und kommunale Rückgabeansprüche, während das Grundbuchamt aus einer einzigen Mitarbeiterin bestand. Zugleich führte der Einbruch in der industriellen Produktion zu einem erheblich verringerten finanziellen Handlungsspielraum der Landesregierung. Das kann man der Tabelle, denke ich, an der einen oder anderen Stelle entnehmen. Ich habe hier mal den zeitlichen Verlauf dargestellt. Vor allem geht es mir darum, dass ein Großteil der Haushaltsmittel nicht aus eigenen Einnahmen stammte, sondern vornehmlich aus bundesdeutschen Zuwendungen. Darüber hinaus mussten bis zu 25% des Haushaltes über neue Schulden finanziert werden. Zu einer enormen Herausforderung wurde das mit Beginn des Jahres 1991 einsetzende, grassierende Phänomen der Massenarbeitslosigkeit. Die Landesregierung in Brandenburg, insbesondere die Arbeits- und Sozialministerin Regine Hildebrand, die wir gerade im Video sahen, versuchte durch den weitreichenden Einsatz von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Beschäftigungsgesellschaften zu verhindern, dass die Beschäftigten in die befürchtete dauerhafte Beschäftigungslosigkeit übergehen würden. Daher wurde eine Beteiligung der Treuhand an Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie aber natürlich auch an deren Finanzierung eingefordert. Das Ganze wurde zu einem Dauerstreit zwischen der Treuhand, den Landesregierungen und den Kommunen. Denn gerade diese, die Kommunen, waren unmittelbar mit den ökonomischen und sozialen Krisenerscheinungen der rasch anwachsenden Arbeitslosigkeit, die insbesondere Frauen traf, deswegen habe ich das hier auch nochmal mit hineingenommen in die Grafik, konfrontiert. Nicht weniger wichtig war dabei auch die Entwicklung der sogenannten Unterbeschäftigung. Bei landesweit im Jahr 1992 35% der beschäftigungsfähigen Menschen, die entweder von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Vorruhestand oder Umschulung betroffen waren, bedeutete dies, dass in einzelnen, besonders strukturschwachen Regionen wie etwa der Prignitz oder auch der Lausitz weniger als jeder Zweite überhaupt ein einigermaßen gesichertes Arbeitsverhältnis hatte. Das bildet also den Rahmen. Und da komme ich jetzt nun zu meinem zweiten Punkt, nämlich der Zusammenarbeit von Treuhand und dem Land Brandenburg bzw. der Landesregierung. Am 30. November 1990, wenige Wochen nachdem die neu gewählte Regierung Brandenburgs ihre Arbeit aufnahm, kam es zu einem ersten Treffen zwischen Rohwedder und Stolpe. Beide Seiten einigten sich auf eine verstärkte Informationspolitik durch die Treuhand im Hinblick auf ihre Organisation und ihre Arbeitsweise. Aber es sollte auch um Unternehmen gehen, die in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten. Vor dem Hintergrund der ökonomischen Krise entwickelten die Treuhand und die Landesregierung in den folgenden Monaten bis etwa Mitte 1991 eine Reihe von Instrumenten, die diese Zusammenarbeit prägten. Da waren zum einen institutionelle Einrichtungen,
Es handelte sich etwa am Ende 1990 um ein neu geschaffenes Direktorat Koordination von Länderfragen bei der Treuhandanstalt, sogenannte Länderdirektorat. In dem Fall für einzelne Bundesländer gab es dort einzelne Referate. Brandenburg wurde mit Berlin zusammengelegt. Die Hauptaufgabe dieses Länderdirektorats bestand in einer Koordinierungs- und Moderatorenfunktion. Das Länderdirektorat sollte durch eine intensive Informationsarbeit für Transparenz und jetzt, Zitat, insbesondere aber auch für das Verständnis für die Arbeit der Treuhandanstalt sorgen. In Brandenburg, speziell im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie, erfolgte Anfang 1991 die Einrichtung eines eigenen Treuhandreferates. Es sollte als zentraler Ansprechpartner für die Treuhandanstalt dienen und durch den regelmäßigen Kontakt zur Treuhandzentrale in Berlin, aber auch zu den Niederlassungen in Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder, dabei behilflich sein, Unternehmen und Privatpersonen, aber auch Trägern öffentlicher Einrichtungen, es zu ermöglichen, ihre Anliegen gegenüber der Treuhandanstalt durchzusetzen. Seit Ende 1990, auch da verweise ich auf den Beginn, auf die Einführung von Dirk Hoffmann, erhielt Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe einen Sitz im Verwaltungsrat, dem formal höchsten Gremium der Treuhandanstalt, ebenso wie seine ostdeutschen Kollegen. Hier bestand aufgrund theoretisch der gegebenen Kontrollfunktion die Möglichkeit, steuernd einzugreifen und durch Abstimmungsverhalten einzelne Privatisierungsvorgänge oder Abwicklungen zu beeinflussen. Allerdings klaffte zwischen Theorie und Praxis eine große Lücke. Entscheidungsvorlagen wurden durch den Vorstand der Treuhandanstalt vorbereitet. Diese umfangreichen betriebswirtschaftlichen Bilanzen und Auswertungen einer komplexen Prüfung zu unterziehen und damit Privatisierungsaussichten von Unternehmen eigenständig beurteilen zu können, darüber verfügten die Repräsentanten im Verwaltungsrat nicht über die gegebenen Möglichkeiten. Zumal die Unterlagen für die Verwaltungsratssitzung, wie mehrfach geschehen und von der Brandenburger Staatskanzlei auch beanstandet, im Vorfeld der Sitzung erst sehr kurzfristig überhaupt zur Verfügung gestellt wurden. Gelegentlich sogar erst während der Veranstaltung als Tischvorlagen. Welche Möglichkeiten der Einflussnahme das Land im Verwaltungsrat überhaupt hatte, versuchte bereits 1993/94 ein Untersuchungsausschuss in Brandenburg zu klären. Und hier äußerte sich Manfred Stolpe im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses. Ich zitiere, aufgrund der geringen rechtlichen Möglichkeiten der Einflussnahme der Ländervertreter im Verwaltungsrat haben zu Beginn der Verwaltungsratsarbeit sich die Ministerpräsidenten der Länder in aller Regel vertreten lassen. In Auswertung der Treuhandpolitik haben meine Kollegen aus den neuen Bundesländern und ich dann allerdings Anfang 1992 verabredet, durch gemeinsame persönliche Anwesenheit einen stärkeren Einfluss zu versuchen. Wenn man sich anschaut, wie oft Manfred Stolpe bei diesen Terminen dabei war, dann kann man feststellen, dass er bei 23 Terminen, in denen es um Brandenburger Privatisierungsfälle ging, denn nicht bei jeder Sitzung ging es zwingend um einen Fall aus dem Bundesland, bei diesen 23 Terminen mit Brandenburg-Bezug war Manfred Stolpe bis Mitte 1994 nur 7-mal persönlich anwesend, ließ sich ansonsten schwerpunktmäßig von Staatssekretären vertreten. An den Verwaltungsratssitzungen der Treuhand-Nachfolgeorganisation BVS nahm Stolpe 1995 persönlich nicht ein einziges Mal teil. Jetzt komme ich noch zu einer Reihe weiterer Einrichtungen, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte. Das ist eher eine Form der formalen Kooperation. Zunächst einmal geht es hierbei um die sogenannten Monatsgespräche. Diese begannen Anfang 1991 zwischen Vertretern der Landesregierung und der Treuhand. Es nahmen zahlreiche Vertreter unterschiedlicher Ministerien sowie auch unterschiedliche Abteilungen in der Treuhandzentrale teil. Schwerpunkte waren die Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen der Treuhand und dem Land, aber auch landeseigene Initiativen zum Aufbau von Wirtschafts- und Arbeitsmarktinstrumenten oder zum Beispiel die Entwicklung allgemein noch nicht privatisierter Brandenburger Unternehmen. Dann kam es zur Gründung einer sogenannten interministeriellen Arbeitsgruppe in Brandenburg, das ebenfalls Anfang 1991. An den Sitzungen, die wie die Monatsgespräche und später auch das Treuhandkabinett bis Ende 1994 stattfanden, nahmen Vertreter fast aller Ressorts der Landesregierung teil. Wer war das also? Nicht nur die Staatskanzlei, nicht nur das Wirtschaftsministerium, auch natürlich das Arbeits- und Sozialministerium, aber beispielsweise auch das Umweltministerium und das Finanzministerium, denn es ging beispielsweise um Fragen der Altlastenklärung und dabei spielte natürlich auch die finanzielle Ausstattung die Möglichkeiten eine erhebliche Rolle. Ein interessanter weiterer Aspekt waren Grundstücksfragen, die sich aus dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte ergaben. Brandenburg war ein Schwerpunkt der militärischen Liegenschaften der sowjetischen Streitkräfte in der DDR und es ging hierbei um die Konversion. Das heißt, welche ehemaligen militärischen Grundstücke können wie
zivil oder ökonomisch genutzt werden. Ein ganz wesentlicher Aspekt war die Gründung des sogenannten Treuhandkabinettes. Anders als bei den zuvor genannten sollte dem seit Juli 1991 tagenden Kabinett des Landes Brandenburg von vornherein nicht nur eine beratende, sondern auch eine Entscheidungskompetenz zugestanden werden. Aus den vorhandenen Unterlagen lässt sich ersehen, dass regelmäßig Vertreter des Vorstandes der Treuhand, gelegentlich auch Treuhandpräsidentin Birgit Breuel selbst, an den Sitzungen teilnahmen. Die Landesregierung selbst hob intern als wesentliche Ergebnisse dieser Tätigkeit die Streckung des Privatisierungszeitraums hervor, um Investoren aus dem Land Brandenburg die Kapitalbeschaffung zum Erwerb von Unternehmen zu erleichtern. Weitere Themen waren etwa die Fördermittelbeschaffung für Treuhandunternehmen. Und hier bestand das Land darauf, vorab die Möglichkeit zu haben, Sanierungskonzepte, Finanz- und Investitionsplanung der Unternehmen beurteilen zu können. Ein letztes Instrumentarium neben dem Treuhandkabinett war die sogenannte Ansiedlungsgruppe. Dieses begann im Juli 1991 seine Arbeit. Es war ein Beratungsgremium, was ebenfalls von der Treuhand und dem Land Brandenburg gemeinsam geschaffen wurde. Ziel war die Beschleunigung und die Konzentration wichtiger Ansiedlungsvorhaben von Investoren. Beispielsweise die Entwicklung oder Errichtung von Gewerbegebieten, die Ansiedlung von Industrieunternehmen oder Einzelhandelszentren, aber auch die Neuansiedlung von Unternehmen im Umfeld von großen, strukturbestimmenden Treuhandunternehmen. Die Ansiedlungsgruppe hatte allerdings keinen Einfluss auf die Privatisierung der Unternehmen, sondern betrieb vielmehr eine eigenständige Wirtschafts- und Strukturförderung in Abstimmung mit der Treuhandanstalt. Warum habe ich diese Gremien genannt? Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen nach vorne gerutscht, oder? Hier waren wir. Warum habe ich diese Gremien genannt? Insgesamt entwickelt die Landesregierung und Treuhand also eine Vielzahl dieser Gremien. Und die Frage ist, was lässt sich daraus schlussfolgern? Ein Blick auf die von der Treuhand veröffentlichten Statistiken zeigen eigentlich keine besonderen Abweichungen. Der Anteil der jeweiligen Ergebnisse liegt für Brandenburg in Bezug auf Ostdeutschland gesehen bei etwa 15-20%, was durchschnittlich dem Bevölkerungsanteil entsprach. Nur Berlin wich in einigen zentralen Kategorien ab. Deswegen habe ich auch Berlin gerade hier mit hereingenommen. Insbesondere, wenn es etwa um Investitionszusagen ging, aber auch zum Beispiel um die Anzahl der MBOs. MBO, Management Buyout, also der Kauf von Unternehmen durch leitendes ostdeutsches Betriebspersonal. Warum lagen diese Anteile bei den Investitionen in Berlin so hoch? Die Schlussfolgerung würde wahrscheinlich lauten, da ich selber zu Brandenburg arbeite, müsste das dann also auch noch geleistet werden, dass die Grundstücke in Berlin besonders attraktiv waren, das heißt höher bewertet wurden und dementsprechend auch höhere Summen aufgerufen wurden. Zugleich bedeutete dies im Umkehrschluss, dass Ostdeutsche, die über relativ wenig Eigenkapital verfügten, größere Schwierigkeiten hatten, überhaupt eine solche eigenständige MBO umzusetzen. Abgesehen davon, welche konkreten Auswirkungen die Zusammenarbeit, die vom Brandenburger Treuhandreferat als positiv und beispielhaft beschrieben wurde, zwischen Brandenburg und Treuhand eigentlich hatte, konnte ich also bisher anhand dieser Statistik nicht erläutern. Deswegen möchte ich das nun gerne an zwei Fallbeispielen tun. Beginnen möchte ich mit dem Eisenhüttenkombinat Ost in Eisenhüttenstadt. Nur für diejenigen, die jetzt sich nicht im Brandenburgischen im Detail auskennen, nur kurz hier die regionale Einordnung. Das ECO, die Abkürzung für Eisenhüttenkombinat Ost, war zu Beginn der 1950er Jahre bei Fürstenberg an der Oder errichtet worden, mit der dazugehörigen damals noch Stalinstadt, die dann später in Eisenhüttenstadt umbenannt wurde. Das ECO war der größte Roheisenproduzent und der beherrschende Hersteller von kaltgewalztem Flachstahl in der DDR, welcher zum Beispiel in der Automobilindustrie zum Einsatz kam. Das Werk hatte eine überragende Struktur- und arbeitsmarktpolitische Bedeutung für Eisenhüttenstadt. 90% aller städtischen Industriearbeitsplätze waren beim und um das ECO herum angesiedelt. Das ECO prägte damit eine im höchsten Maße monostrukturierte Region, die sich über die Eisen- und Stahlerzeugung definierte. Hier mal ein Foto aus dem Jahr 1960. Da hieß es noch Stalinstadt. Aber man kann, glaube ich, schon ganz gut erkennen, welche Dimensionen das Werksgelände einnimmt aus der Perspektive der Innenstadt heraus. 1989 waren die Hochöfen des ECO überaltert. Das Kaltwalzwerk modernisierungsbedürftig. Zwar gab es zum Teil mit westlicher Hilfe erneuerte Anlagen auf dem Gelände, was dem ECO jedoch fehlte, war eine Warmwalzstufe, um damit ein integriertes Stahlwerk zu schaffen, welches den kompletten Prozess von der Roheisenerzeugung bis zum fertigen Blech an einem Ort ermöglichen konnte.
In der Folge der Währungsunion kam es bei ECO zu einem dramatischen Nachfrageeinbruch. 75% der Belegschaft wurden daher in Kurzarbeit geschickt. Und wenn ich sage 75% der Belegschaft, dann rede ich von über 12.000 Menschen, die in diesem Werk arbeiteten. Die Unternehmensleitung des ECO, welche auch über die Wiedervereinigung hinaus im Amt blieb, also im Grunde die alten sozialistischen Eliten, präsentierte der Treuhand ein rasches Konzept, welches die Schließung der technologischen Lücke vorsah, um das ECO dauerhaft überlebensfähig zu machen. Im Rahmen einer von der Brandenburger Landesregierung initiierten Stahlkonferenz im Mai 1991 erklärte die Treuhand, das Konzept unterstützen zu wollen, und der zuständige Treuhandvorstand Hans Krämer verkündete in Eisenhüttenstadt, Zitat, keine verbrannte Erde hinterlassen zu wollen. Zwar gab es mit der Essener Kruppstahl AG einen Interessenten für das ECO, doch die unklaren Privatisierungsaussichten sowie der Abbau vieler tausend Arbeitsplätze veranlassten die Betriebsleitung, Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaften sowie auch die Kommunalpolitik, im September 1991 das Aktionsbündnis Eisenhüttenstadt muss leben, darum Stahl ins Leben zu rufen. Diese Initiative, zahlreiche Demos und die weiterhin unklaren Privatisierungsaussichten veranlassten den damaligen Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann, im Oktober 91 nach Eisenhüttenstadt zu reisen und dort gewissermaßen eine Bestandsgarantie für das ECO auszusprechen. Möllemann erklärte, die neuen Länder dürfen nicht die verlängerte Verkaufstheke der alten Bundesländer werden. Im Februar 1992 einigten sich Krupp und die Treuhand auf den Verkauf des ECO. Obwohl noch eine Finanzierungslücke von 350 Millionen D-Mark bestand, begrüßte der damalige Krupp-Vorstand die ECO-Belegschaft Ende Februar 92 bereits als liebe Kruppianer. Nachdem die Verhandlungen bis Oktober 92 dann weitestgehend zugunsten Krupps gestaltet wurden, teilte Krupp der Treuhand schließlich mit, dass das erarbeitete Konzept aufgrund der schwierigen konjunkturellen Situation finanziell nicht mehr tragfähig wäre. Einerseits zählte zu den Gründen von Krupps Rückzug sicherlich die Krise auf dem Stahlmarkt, die zu einem erheblich wachsenden Kostendruck führten und auch unklare Zukunftsaussichten für die Unternehmen ergaben. Mindestens ebenso wichtig war darüber hinaus aber auch die eigentlich daraus resultierende Kritik der westdeutschen Konkurrenz an dem geplanten Deal. So warnte der Chef der Wirtschaftsvereinigung Stahl, den Krupp-Chef neue Kapazitäten aufzubauen. Thyssen-Chef Heinz Krivet drohte zudem mit einer Beschwerde bei der EG-Kommission, bei der damals diese Beihilfen eingereicht werden mussten. Zudem erklärte er, das ECO sei, Zitat, überflüssig wie ein Kropf. Trotz dieses Widerstandes entschloss sich die Treuhand in Reaktion auf den Krupp-Rückzug zum ersten Mal seit ihrem Bestehen, dass die Sanierung des Eisenhüttenkombinats Ost in Eigenregie erfolgen sollte. Das war faktisch die Umkehr des Prinzips, des bisher geltenden Prinzips Privatisierung vor Sanierung, beziehungsweise Privatisierung ist die wirksamste Sanierung. Damit setzten sich Birgit Breul und ihre Vorstandskollegen sogar gegen die Meinung des Leitungsausschusses durch, der das ECO als weder sanierungsfähig noch würdig einschätzte und der Leitungsausschuss prognostizierte, dass sich die Investitionen erst nach 100 Jahren Betriebszeit rechnen würden. Unterstützung auf der anderen Seite erhielt die Treuhand bei ihrem Vorhaben naturgemäß durch die Landesregierung Brandenburgs. Manfred Stolpe erklärte im Bundestag, Zitat, die ostdeutsche Stahlindustrie hat ihre Opfer gegenüber der europäischen Gemeinschaft schon gebracht. Die deutsche Stahlpolitik wird der Testfall einer sozialen Marktwirtschaft. Ende März 1993 reichte die Bundesregierung einen Beihilfeantrag zur Finanzierung des ECO-Konzepts in Brüssel ein. Dort wiederum wurde mitgeteilt, dass dieses Konzept nur mit der Beteiligung eines Investors umsetzbar sei. Und mit dem italienischen Stahlunternehmen Riva, das zuvor bereits zwei Werke in Brandenburg erworben hatte, fand die Treuhand diesen Investor. Nachdem Treuhand und Riva bereits einen Kaufvertrag unterzeichnet hatten, scheiterte jedoch der Verkauf vom ECO an Riva aufgrund von Streitigkeiten über Mitbestimmungsrechte und nicht zuletzt auch aufgrund verschiedener Unternehmenskulturen im Frühjahr 1994. Dennoch, unmittelbar nach dem Scheitern der Riva-Privatisierung, erklärten Vertreter des Unternehmens, der Landesregierung, der Treuhand und der IG Metall, darüber hinaus auch natürlich der Bürgermeister der Stadt Eisenhüttenstadt, als gemeinsames Ziel die sichere Zukunft des ECO mit einem starken industriellen Partner. Dieser fand sich schließlich im belgischen Stahlkonzern Cockerill, mit dem im Oktober 1994 auf der Basis der zuvor erfolgten Verhandlungen die Übernahme von ECO vereinbart wurde. Nach 10 Verhandlungen und der Reduzierung der öffentlichen Beihilfen auf immerhin noch 900 Millionen D-Mark erfolgte kurz vor Weihnachten 1994 die Zusage aus Brüssel.
Wie sehr dabei multinationale Aushandlungsprozesse die Frage der ostdeutschen Stahlbeihilfen prägten, zeigt die Tatsache, dass das Votum im Ministerrat nur erreicht werden konnte, nachdem die Bundesregierung der französischen Forderung zur Subventionierung der dortigen eigenen Werftindustrie mit über 800 Millionen D-Mark zugestimmt hatte. Nach 4 Jahren erheblicher Privatisierungsbemühungen um das ECO akzeptierte der ehemalige Treuhandvorstand und dann amtierende Bundeswirtschaftsminister Günther Rexroth damit auch, dass sich eine Kritik anschloss, nämlich durch die bundesdeutsche Schiffbauindustrie, die ihm einen Kuhhandel unterstellte. Zugleich stießen die Privatisierungskonditionen des ECO bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl auf starke Ablehnung. Das Verhandlungsergebnis bezeichnete deren Chef von Dran als, Zitat, eitlen Wahnsinn und, Zitat, gegen jede wirtschaftliche Vernunft. Dabei bedeutete die Sicherung des Stahlstandortes mit seinem Kernbetrieb ECO zugleich den Erhalt einer industriellen Basis in Eisenhüttenstadt. Dazu hier nochmal 2 kleine Tabellen. Zum einen die Anzahl der im Kernbetrieb erhaltenen Arbeitsplätze. Sie sehen am Ende bei etwa, bei 2.900, knapp 3.000. Nicht weniger wichtig waren aber die Ausgründung von Gewerken und Dienstleistungen sowie die Neuansiedlung. Bis 1996 entstanden so knapp 3.000 Arbeitsplätze um das ECO herum bei 162 Firmen. Von, wenn man das so sagen möchte, auch darüber könnte man diskutieren, 12.300 ECO-Mitarbeitern arbeiteten dadurch nach Abschluss der Privatisierung noch etwa 5.800 Menschen im und um den Stahlbereich. Trotz wiederholter Kritik seitens der Belegschaft, seitens der Unternehmensführung, aber natürlich auch der westdeutschen Stahlunternehmen an ihrer Strategie, verfolgte die Treuhand mit dem Erhalt des ECO entgegen ihres öffentlich postulierten Selbstverständnisses viel stärker volkswirtschaftliche denn betriebswirtschaftliche Ziele. Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes und die Einbindung eines ausländischen Investors erforderte dabei den Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel. Dennoch oder beziehungsweise gerade deswegen wurde die ECO-Privatisierung schlussendlich eine der Erfolgsgeschichten für die Transformation großer Kombinate in Ostdeutschland. Das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Fall, und zwar dem, das zeige ich Ihnen noch ganz kurz zum Abschluss. Sie sehen, das ist ein Blick auf die Anlage heute, beziehungsweise in dem Fall im Jahr 2017, relativ groß und mittlerweile auch ziemlich modern ausgestattet. Nichtsdestotrotz ist der Stahlbereich natürlich nach wie vor ein sehr volatiler Markt. Das verdeutlicht allein die Tatsache, dass in Deutschland in den vergangenen Jahren 40 Millionen Tonnen Stahl erzeugt wurden, beispielsweise in China, wo wesentlich günstiger produziert wird, über 900 Millionen Tonnen. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Fallbeispiel. Das ist das Nähmaschinenwerk Wittenberge. Diesmal quasi in die andere Himmelsrichtung gedacht, nämlich im Nordwesten Brandenburgs in der Prignitz. 1902 im Nordwesten Brandenburgs gegründet durch das amerikanische Unternehmen Singer, entwickelte sich das Nähmaschinenwerk mit seinem 50 Meter hohen Wasser- und Uhrenturm zum Wahrzeichen der Stadt Wittenberge. Zu DDR-Zeiten wurden in der selbstproklamierten Stadt der Nähmaschinen sämtliche Haushaltsnähmaschinen der DDR hergestellt. In den 1980er Jahren fertigten die 3.200 Beschäftigten im Werk jährlich 350.000 Nähmaschinen unter den allseits bekannten Markennamen Veritas oder Naumann. Nur ein Drittel davon verblieb in der DDR. Der Großteil der Produktion wurde in den RGW-Raum exportiert. Auch nach der Währungsunion blieb die Unternehmensleitung zunächst zuversichtlich und verkündete, zunächst noch 200 weitere Mitarbeiter zusätzlich für die Produktion einstellen zu wollen, um die Aufträge, die noch bestehenden, abarbeiten zu können, davon 70% für den Export. Als unternehmerisch äußerst schwierig erwies sich allerdings die Kostenentwicklung für die Herstellung einer Nähmaschine. Das ist jetzt ein bisschen betriebswirtschaftlich, aber ich glaube, es verdeutlicht es ganz gut. Vor der Währungsunion wurden die Nähmaschinen beispielsweise in Quelle- oder Neckermann-Katalogen in der Bundesregierung verkauft, weil der Verkaufspreis über eine interne Verrechnung von DDR und westdeutscher D-Mark niedrig gehalten werden konnte. Bereits die Kosten für die Herstellung beliefen sich aber im Juli 1990 nach der Währungsunion im Schnitt auf 279 D-Mark. Im Verkauf erlösten die Nähmaschinen aber durchschnittlich nur 180 D-Mark. Das heißt, jedes verkaufte Gerät musste mit 100 Mark preisgestützt werden. Neue Aufträge blieben aus. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 1991 im Vergleich zum Vorhalbjahr um 92%. Da sich die erhofften Aufträge nicht einstellen, reduzierte das Nähmaschinenwerk die Mitarbeiterzahl bis zum 30.06.91 auf 1.100, davon 700 in Kurzarbeit.
Verhandlungen mit der Westdeutschen Pfaff AG zur Übernahme des Werkes scheiterten, auch aufgrund des hohen Kostendrucks und des Wettbewerbs durch billige asiatische Konkurrenz. Im Februar 91 meldete sich dann eine in Hamburg ansässige Beratungsfirma bei den Nähmaschinenwerken und teilte diesem mit, dass sie einen Kaufinteressenten gefunden hätte, einen indonesischen Unternehmer. Dieser Kaufinteressent sagte, dass er zunächst Nähmaschinen für die Jakarta-Messe im Wert von 24 Millionen D-Mark übernehmen wolle, um anschließend die Produktion in Wittenberge aufrechtzuerhalten. Die Unternehmensleitung ließ daraufhin eine Lieferung besichern über diese 24 Millionen D-Mark und die Nähmaschinen nach Indonesien verschiffen. Die Übernahme des Nähmaschinenwerks plante der Investor auf Basis einer Bestandsgarantie zu einem symbolischen Preis. Die Treuhand stieg aufgrund dieser Aussage in die Verkaufsverhandlung ein. Und das, obwohl Mitglieder des Aufsichtsrats des Nähmaschinenwerkes sich aufgrund von finanziellen Ungereimtheiten im Zuge der Jakarta-Messe in Indonesien besorgt über die Seriosität des Interessenten gegenüber der Treuhand äußerten. Und es beim Investor nach Auskunft der deutsch-indonesischen Handelskammer sich um eine, Zitat, schillernde Persönlichkeit handelte. Dennoch unterschrieb die Treuhand mit einem Vertreter des Investors einen Kaufvertrag. Gegenüber der Unternehmensleitung betonte sie, dass sie nicht gewillt sei, weitere Investitionen in Wittenberge vorzunehmen und ein Verkauf daher die einzige Option zur Weiterführung des Werkes wäre. Der Verkauf erfolgte am 31. Juli 91. Der Käufer verpflichtete sich bei einem Kaufpreis, einem symbolischen Kaufpreis von einer D-Mark zur Zahlung über insgesamt 60 Millionen D-Mark und Investitionen sozusagen, Liquiditätskredite, Investitionen über 60 Millionen D-Mark und den Erhalt von 1.100 Beschäftigten. Allerdings, wenige Tage nach Unterzeichnung des Kaufvertrages, musste die Treuhand feststellen, dass dieser schlichtweg keine Gültigkeit erlangte. Der angeblich bevollmächtigte Unterzeichner des Vertrages hatte nämlich keine Vollmacht für die Unterschriftsvertretung vorlegen können. Zudem blieben die versprochenen Zahlungen des angeblichen Investors aus. In einer internen Untersuchung der Treuhand zu den Vorgängen hieß es dazu, Zitat, offenbar hatte es der Investor auf eine Lieferung von 40.000 Stück Nähmaschinen abgesehen, die im Vorgriff auf den Unternehmenskauf unter Verzicht auf die üblichen Absicherungen bereits nach Indonesien verschifft worden waren. Die weitere Entwicklung rund um die Nähmaschinenlieferung nach Indonesien führte zu einem Wirtschaftskrimi, der mehrere Jahre andauern und sogar auch die deutsch-indonesischen Beziehungen belasten sollte. Dabei war diese Posse letztlich gar nicht entscheidend für die weitere Entwicklung des Nähmaschinenwerkes. Der Leitungsausschuss der Treuhand reagierte auf die gescheiterte Privatisierung, den gescheiterten Verkauf, indem er das Unternehmen in die Gruppe 6.1 einstufte, was bedeutete, dass es nicht sanierungsfähig und nicht sanierungswürdig sei. Im Herbst 91 versuchte die Geschäftsführung des Nähmaschinenwerkes alles, um den Erhalt des Betriebes zu ermöglichen. Es kamen sogar Ideen auf, Vorschläge an Daimler und Mercedes-Benz, das Werksgelände als Recyclingzentrum in der Pkw-Verwertung zu nutzen. Der Einsatz einer Prüfergruppe des Leitungsausschusses brachte zudem auch als letzte Option noch den Erhalt des Standortes auf Basis der Veränderung von Produktionsstrukturen vor. Das hieß, die Produktion sollte in dem Fall nach Ostasien, nach Taiwan ausgelagert werden und nur noch die Entwicklung in Wittenberge verbleiben, um so 220 Arbeitsplätze zu erhalten. Mitten in dieses Prüfungskonzept hinein teilte die Treuhand jedoch der Geschäftsführung des Nähmaschinenwerkes am 23. Oktober 91 mit, dass der Betrieb abgewickelt werden sollte. Der Liquidationsbeschluss erfolgte Anfang Februar 92. Die Treuhand veräußerte in der Folge wesentliche Teile des Betriebsgeländes an einen aus Wittenberge stammenden Investor, der den Aufbau eines Gewerbeparks mit einer beabsichtigten Schaffung von 700 Arbeitsplätzen plante. Dieser beabsichtigte Umfang konnte allerdings nicht erreicht werden. Bis Ende 93 waren es gerade 25 Firmen mit 290 Beschäftigten. Und die Zahl konnte auch bis in die Gegenwart nicht signifikant gesteigert werden. Wie würde man das Ganze bewerten oder wie würde ich das Ganze bewerten? Mit Blick auf das Nähmaschinenwerk und seinen Standort erwies sich die Strategie der Treuhandanstalt als Eigentümerin fatal. Diese handelte nach der Maxime, entweder schnell zu verkaufen oder eine Stilllegung anzustreben. Eine andere Option zur Restrukturierung und Modernisierung wurde entgegen der Vorschläge der von der Treuhand beauftragten Wirtschaftsprüfer nicht weiter verfolgt. Aufgrund der mangelnden Privatisierungsaussicht war die Treuhand nicht gewillt, das Nähmaschinenwerk zu unterstützen. Mit dem Scheitern des Verkaufs entschied sie sich also zur Abwicklung des Nähmaschinenwerkes. Das ist ein Foto von heute. Die Schließung des Werkes bedeutete zugleich auch die Stilllegung des dritten und letzten noch im Treuhandportfolio befindlichen Unternehmens in Wittenberge mit mehr als 1.000 Beschäftigten. So richtig wie die Schließung jedes einzelnen Standortes aus betriebswirtschaftlicher Sicht gewesen sein mochte,
So fatal wirkte sich der innerhalb von 18 Monaten realisierte Arbeitsplatzabbau von 6.000 Industriearbeitsplätzen auf die Stadt Wittenberge aus. Obwohl die Treuhand selbst die Situation in der Stadt im April 91 als sozialpolitisch brisant und den regionalen Arbeitsmarkt als überdurchschnittlich schwach bezeichnet hatte, entwickelten weder die Landesregierung Brandenburgs noch die Treuhand ein tragfähiges Konzept zum Erhalt einer industriellen Basis. Das zeigt sich eben beispielsweise auch an der Entwicklung des Gewerbeparks. Hier fehlt schlichtweg ein mittelständischer Kernbetrieb, an den sich Zulieferer hätten andocken können. Dem Nähmaschinenwerk fehlte aber auch eine weitreichende Unterstützung durch die Landespolitik. So beschäftigte sich der Landtag zwischen 1990 und 1994 mehrfach mit der Entwicklung von in Schwierigkeiten geratenen Industriebetrieben wie in Premnitz, in Wildau, gerade aber natürlich auch in Eisenhüttenstadt, allerdings nicht ein einziges Mal mit Wittenberge. Manfred Stolpe erklärte die mangelnde Unterstützung für das Nähmaschinenwerk in der Rückschau im Nachhinein damit, dass die damalige Geschäftsführung zu optimistisch gewesen sei. Zitat: Ich war zu gutgläubig, bin darauf reingefallen. Im Ergebnis kam es zu einer Deindustrialisierung sowie einer hohen Arbeitslosigkeit in der Region Wittenberge, die deutlich über dem Landesdurchschnitt Brandenburgs lagen und sich bis in die Gegenwart auswirken. Sie sehen also ein sehr konträres Beispiel, und diese beiden Schilderungen bringen mich jetzt zu meinen Schlussfolgerungen. Wenige Punkte, die ich ganz zum Ende noch anbringen möchte, einige zentrale Thesen, die aus diesem Vortrag herausgehen. Zunächst, mit dem Einsetzen der Massenentlassung und der Massenarbeitslosigkeit Anfang 91 erfolgte eine stärkere Einbindung der Landesregierung in die Arbeit der Treuhandanstalt. Es ergab sich ein dichtes Netzwerk von Austausch- und Meinungsbildungsstrukturen zwischen der Treuhand und der Landesregierung. Das, denke ich, oder konnte vielleicht durch diese zahlreichen Gremien verdeutlicht werden. Es gab etliche Treffen jeden Monat auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Dieses Netzwerk beeinflusste die Arbeit der Treuhand sowie ihr Aufgabenportfolio nachhaltig. Beispiele wären der Versuch, halb gescheiterte oder ganz gescheiterte Privatisierungen noch einmal von vorne zu beginnen. Hier könnte man das Beispiel des Chemiefaserwerkes in Premnitz nennen. Die Treuhand hatte immer betont, dass sie Betriebe nie zurücknehmen würde. Stattdessen wurde ein eigener Treuhandjargon dafür gefunden, nämlich der sogenannte Investorentausch. Die Treuhand betrieb entgegen öffentlicher Erklärungen durchaus bewusst Strukturpolitik. Und damit meine ich die beiden Beispiele, die ich genannt habe, nämlich zum einen das ECO, wo sie direkt eingriff in strukturpolitische Maßnahmen, aber auch indirekt, denn mit der Schließung des Nähmaschinenwerkes wirkte sich natürlich die weitere Entwicklung dann auf das Gebiet um das Werk herum und die Stadt und die Region sehr direkt aus. Es gab beispielsweise aber auch wirklich eigenständige Konzepte innerhalb der Treuhandanstalt, die der Landesregierung in Brandenburg vorgestellt wurden und auf die die Landesregierung dann zurückgriff. Ein, zwei genannt, die sogenannte integrierte Standortentwicklung, die aus dem Länderdirektorat der Treuhandanstalt stammte und die in Teilen heute noch im Land Brandenburg praktiziert wird. Kommunale Einflussmöglichkeiten waren stark begrenzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Parteiübergreifend beschwerte sich etwa der Eberswalder Kreistag Anfang 1991 über die mangelnde Einbindung lokaler Interessen und äußerte die Befürchtung, die Treuhand werde, Zitat, zu einer Art Politbüro für Brandenburger Kommunen. Es wurde gefordert, einen Sitz im Verwaltungsrat, aber auch auf anderen Treuhandebenen. Diese kommunale Einbindung ist nie erfordert. Zudem war auch durchaus die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung Brandenburgs und den Kommunen selbst dysfunktional, was nicht zuletzt auch mit den schwierigen Gegebenheiten der Gebietsreform zusammenhing. Während also das Land Brandenburg bereits ab Oktober 1990 bestand, erfolgte die Kreisgebietsreform weg von einer Vielzahl von kleinen Kreisen hin zu größeren territorialen Einheiten erst 2 Jahre später. Die Landesregierung im Gegensatz konnte aber durchaus in Einzelfällen durch ein finanzielles und persönliches Engagement Privatisierungsverläufe direkt beeinflussen. Das galt nicht nur für das ECO, das galt auch für das eben genannte Premnitz, zum Beispiel aber auch für das Halbleiterwerk in Frankfurt-Oder. Diesem Engagement waren aber enge finanzielle und personelle Grenzen gesetzt. Da sie aufgrund beschränkter Mittel dem auf Tempo angesetzten Privatisierungsprimat der Bundesregierung und damit der Treuhandanstalt nichts entgegensetzen konnten. Vor dem Hintergrund dieser Feststellung würde ich abschließend gerne auf den Titel meines Vortrages nochmal zu sprechen kommen oder diesen aufgreifen, nämlich die Frage, ob die Treuhand als eine Art Nebenregierung Ost zu
bewerten wäre. Und diese Frage würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Knoll, für diesen breit angelegten und sehr informativen Vortrag, den Sie uns hier gehalten haben, der viel Stoff, viele Möglichkeiten für die Diskussion eigentlich dann auch eröffnet. Ich würde vielleicht anfangen mit einer Frage. Sie haben uns ja hier zwei große Betriebe quasi präsentiert, das EKU quasi als Erfolgsgeschichte, wenn man so will, auch für Brandenburg, das Nähmaschinenwerk in Wittenberge als Misserfolgsgeschichte. Wie würden Sie denn die Einflussmöglichkeiten der brandenburgischen Landesregierung bei kleineren und mittleren Betrieben einschätzen? War die dort etwas größer angelegt? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei beiden Werken, also bei Wittenberger hat sozusagen die Landesregierung geschlafen, wenn man so will, oder jedenfalls einiges verpasst, wenn man sozusagen die Äußerung von Manfred Stolpe heranzieht. Bei dem EKU war sie auch mitbeteiligt, aber das ist ja sehr wahrscheinlich mit einzubetten in dieses Konzept der industriellen Kerne, das sozusagen nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen Bereichen dann auch war. Das heißt, hier gab es mächtige Player, die im Hintergrund auch, was heißt im Hintergrund, auch im Vordergrund auch mit agierten, neben der Treuhandanstalt die Bundesregierung, die sozusagen hier auch wichtige Impulse dann auch mit, dann gab mit entsprechender Kritik dann auch. Also daher nochmal die Frage, wie würden Sie die Einflussmöglichkeiten der brandenburgischen Landesregierung bei kleineren, mittleren Betrieben einschätzen? Lässt sich da sozusagen eine Quintessenz gewinnen, die man da weiterbringen könnte? Vielen Dank für die Frage. Die Quintessenz wäre wahrscheinlich je größer, je besser. Ich weiß es nicht, oder? Je kleiner, je schlechter. Ich habe das versucht, am Ende nochmal zu verdeutlichen oder darauf hinauszugehen, indem ich sage, dass die Einflussmöglichkeiten begrenzt waren und man sich dadurch natürlich in erster Linie auf die großen, die wichtigen, die vor allem auch medial im Fokus stehenden Betriebe konzentriert hat. Das heißt, ein Fuhrunternehmer aus, meinetwegen aus Schwedt oder aus, man könnte jetzt eigentlich so ein bisschen rumgehen, durch ganz Brandenburg, der hatte das durchaus schwieriger, überhaupt wahrgenommen zu werden, zumal diese Abwicklungen auch nicht über die Treuhandzentrale liefen bei kleineren Unternehmen, sondern über die Niederlassungen, die in den jeweiligen ehemaligen Bezirksstädten, die drei Bezirke Frankfurt, Oder, Cottbus und Potsdam, aus denen sich dann das Land bildete, zusammengesetzt waren. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das sehr beschränkt war und vor allem eben sich auf die Großen konzentrierte, wo die Landesregierung auch in Zugzwang gering. Denn da ging es natürlich um die Frage der Organisation, der Belegschaften, Demonstrationen, Warnstreiks und dann die mediale Öffentlichkeit. Je größer die war, umso eher gelangte auch der Fokus darauf. Und die finanziellen Möglichkeiten der Landesregierung, die waren äußerst begrenzt. Das habe ich, glaube ich, konnte vielleicht ein bisschen anhand auch dieser Grafik, auch was die Neuverschuldung anging und der Eigenanteil, wurde dadurch vielleicht nochmal deutlich. Ja. Können Sie vielleicht noch ein paar Informationen uns geben zu den Treuhandniederlassungen? Drei Niederlassungen gab es sozusagen, die in den ehemaligen Bezirksstädten der DDR dann auch gebildet wurden. Lässt sich noch etwas dazu sagen, zu dem Verhältnis zu der Zentrale und dann auch zu der Landesregierung? Ja, die Niederlassungen sind bereits auch Anfang 1990 noch nicht als Niederlassungen, sondern als Außenstellen der Treuhandanstalt dieser ersten Variante der Motorregierung eingerichtet worden. Sie wurden zunächst besetzt mit ehemaligen Leitungskadern aus den Bezirks. Aus den staatlichen Bezirksstellen, also beispielsweise die Bezirksplankommission oder eben auch aus ehemaligen Ministerialbereichen. Das änderte sich dann im Sommer, Herbst 1990. An die Spitze der Niederlassung wurden westdeutsche Manager gesetzt und die Niederlassungen waren grundsätzlich zuständig für Betriebe mit weniger als 1.500 Beschäftigten. Mhm. Das war so eine Faustregel, die allerdings auch in vielen Fällen nicht unbedingt griff. Denn wir konnten das bei ganz unterschiedlichen Fällen sehen, dass es häufig auch davon abhing, wo sich denn der Geschäftsführer oder der Betriebsleiter meldete. Gerade zu Beginn der Treuhandarbeit im Herbst 1990 ging da doch noch einiges durcheinander und gelegentlich wechselten dann auch die Zuständigkeiten. Was das Verhältnis Niederlassungen-Zentrale angeht, ist es so, dass die Niederlassungen weitestgehend eigenständig gehandelt haben. Tatsächlich hat die Treuhand da auch die Zentrale relativ viel Freiräume eingeräumt.
systematische Prüfungen oder Überprüfungen sind eigentlich erst nach Abschluss der Haupttätigkeit erfolgt. Das Privatisierungstempo bei den Niederlassungen war eigentlich noch mal höher als in der Zentrale. Die ersten Niederlassungen schlossen ihre Haupttätigkeit der Privatisierung bereits Mitte 92 ab. Spätestens Anfang 93, während ja die Zentrale, wie im Fall vom ECO, noch bis Ende 94 bei diesen großen Betrieben involviert war. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit diesen systematischen Prüfungen beschäftigt, die man im Bundesarchiv mittlerweile einsehen kann durch die interne Revision, stellt man schon fest, dass es eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten und auch Fällen gibt, die dann beanstandet wurden. In Frankfurt-Oder beispielsweise wurden zahlreiche Liquidierungen an einzigen Rechtsanwalt vergeben. Das Ganze wurde stark bemängelt. Auch die Gelder, die da bereitgestellt wurden für die sogenannten Liquidatoren, also heute würde man von Insolvenzverwaltern sprechen, waren dort alles andere als angemessen. Das alles kam aber im Grunde genommen erst im Nachhinein raus. Das heißt, wo die eigentliche Arbeit bereits geschehen ist. Insofern würde ich schon für eine relativ starke Eigenständigkeit der Niederlassung plädieren. Ja. Vielleicht noch eine Verständnisfrage zu einer Tabelle, die Sie hier angeführt haben. Es ging um die finanziellen Möglichkeiten, den Finanzspielraum, den das Land Brandenburg hatte, der ähnlich wie bei vielen anderen ostdeutschen Bundesländern relativ begrenzt war. Geringe Einnahmen, hohe Ausgaben, hohe Schulden, die aufgenommen werden mussten. Und natürlich dann auch Einnahmen, die über den Bundeshaushalt dann mit abgedeckt wurden. In der Tabelle taucht eine Zeile auf, da steht sonstige Einnahmen. Was muss man da, kann man sich darunter verstehen? Ja, ich habe das an der Stelle da unter Sonstiges zusammengetragen, damit erstens die Bilanz aufgeht und Sie sich nicht wundern. Zweitens, weil das doch eine ganze Reihe von Posten sind. Das sind Mittelzuwendungen beispielsweise aus EU-Haushalten. Okay. Das sind auch Zuschüsse über andere Töpfe. Also das ist, man könnte das nochmal dezidierter aufschlüsseln, aber mir ging es allgemein eher darum zu zeigen, was sind die wirklichen eigenen Einnahmen und was sind eben Zuwendungen. Und auch von diesen sonstigen Einnahmen stammt noch mal mehr als die Hälfte aus westdeutschen Steuermitteln. Ja, also die Tabelle ist sehr eindrucksvoll. Also sie zeigt eben, wie schwierig es für die ostdeutschen Bundesländer war, nach 1990 sozusagen selbstständig dann auch agieren zu können. Also die Einnahmen durch Steuern deckten bei weitem nicht sozusagen die Ausgaben dann auch des Landeshaushaltes, der durch andere Zuflüsse dann auch gedeckt werden musste. Frau Kuschel, haben wir schon eine Frage aus dem Publikum? Dann würde ich gerne Sie zu Wort kommen lassen. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben mehrere Reaktionen vielleicht. Die erste, weil sie so ein bisschen auch anschließt, nämlich an die Frage der Bilanzen. Du, Wolf Rüdiger, hattest ja gerade gesagt, eigentlich je größer, desto besser. Aber kann man etwas über die Bilanz insgesamt in Brandenburg sagen? Vielleicht auch in Bezug, vielleicht kam die Frage auch durch diesen Einspieler am Anfang. Wir haben es ja mit einer SPD-geführten Landesregierung zu tun. Die SPD war ja über Jahrzehnte dann auch in Brandenburg sozusagen stark. Machte das einen Unterschied als Landesregierung zum Beispiel gegenüber Sachsen oder Thüringen? Vielen Dank für die Frage, die ich auch total wichtig finde und gleichzeitig schon fast traurigerweise mit eigentlich Nein beantworten könnte oder müsste, aber vielleicht erstmal von vorneweg. Das Besondere an Brandenburg war natürlich, dass wir hier im Gegensatz zu allen anderen ostdeutschen Bundesländern eine SPD-geführte Regierung hatten. Nicht nur das, es war auch eine Ampelkoalition, wenn man Bündnis 90 schon als Grün in dem Sinne auch bezeichnen wollte, was es dann ja erst später geworden ist. Aber es war eben eine Ampelkoalition. Der Wirtschaftsminister war, das Wirtschaftsministerium wurde von der FDP besetzt. Interessanterweise, auch das Bundeswirtschaftsministerium war von der FDP besetzt, galt für den brandenburgischen Wirtschaftsminister Walter Hirche das Prinzip Sanierung vor Privatisierung. Also eigentlich die Umkehr dessen, was die Treuhand in erster Linie vertrat oder wofür die Treuhand einstand. Dennoch kam es zu keinen systematischen Reibereien zwischen Landesregierung und Treuhandanstalt. Ich persönlich denke, das hat maßgeblich mit Manfred Stolpe zu tun, der sehr stark auf einen Ausgleich bedacht war im Umgang, der eigentlich schwere Konfliktfälle so gut es geht versuchte zu vermeiden und eher moderierend einzugreifen. Das kann man auch den Aussagen teilweise aus Tagebüchern von leitenden Treuhandmitarbeitern entnehmen, dass Stolpe eigentlich immer eine Figur war, die geguckt hat, dass das nicht zu sehr eskaliert. Was die Privatisierungsergebnisse angeht, würde ich sagen, kann man eigentlich keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Man muss sich natürlich die Ausgangswerte anschauen. Brandenburg war weniger stark industrialisiert oder besetzt als beispielsweise Sachsen. In Brandenburg waren die Besonderheiten auch insofern gegeben, dass es eine ganze Reihe von DDR-eigenen Industrieansiedlungen gab. Das heißt, die bestanden vor 1945 gar nicht. Das ECO ist mit Sicherheit das bekannteste, aber auch das Petrolchemische Kombinat in Schwedt, das Halbleiterwerk in Frankfurt-Oder, Chemiefaserwerk Guben, das sind alles so Großansiedlungen, die erfolgt sind. Und man könnte eigentlich sagen, die sind so mitten in den märkischen Sand gesetzt worden. Damals auch aus strategischen Überlegungen und weil man die Lebensverhältnisse ein Stück weit angleichen wollte in der DDR. Das sorgte aber natürlich danach 1990 für ziemliche Probleme, weil es keine gewachsenen mittel- oder kleinen oder wie auch immer ständischen Wirtschaftsstrukturen waren. Insofern hatte Brandenburg dann nochmal besondere Herausforderungen, etwas anderer Art, als möglicherweise das jetzt in Thüringen oder Sachsen der Fall war. Aber wenn man sich die reinen Statistiken anschaut, kann man eigentlich gar keine großen Unterschiede feststellen, was Investitionszusagen angeht, die etwas höher liegen in Brandenburg. Da könnte man aber genauso auch unterstellen, dass das nicht zuletzt auch mit dem Speckgürtel um Berlin herum zu tun hat, wo eben Unternehmen eher gesagt haben, man geht in diese Region, weil die neue Hauptstadt eben als Boomregion diese Perspektive bietet. Ja, vielen Dank. Daran anknüpfend, Sie haben die integrative Funktion von Manfred Stolpe auch sozusagen bei diesem Transformationsprozess vollzogen. Das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Sie haben ja eingangs dieses markante Interview oder Streitduell gezeigt. Also Regine Hildebrand steht für einen etwas anderen Weg. Ist das sozusagen Bestandteil des kommunikativen Weges, den Brandenburg als Eigenständigkeit vielleicht für sich verbuchen könnte? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist es Bestandteil des Erfolges der SPD in Brandenburg. Und ich würde das auch gar nicht als Strategie unterstellen, sondern ich glaube einfach, dass diese Personen, so wie sie waren, auch agiert haben. Und Regine Hildebrand war eine Person, die unheimlich emotional sein konnte, der auf der einen Seite jetzt nicht die ganz große Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wurde, die aber eine ganz große menschliche Komponente hatte und die sich auch nicht scheute, an alle Hotspots, wenn man so will, das ist ein schwieriger Begriff gerade, aber gut, an alle Orte, an denen es brannte, damals zu gehen und dort zu reden, mit den Menschen zu sprechen und im Grunde genommen versuchen, Mut zu machen. Und ihr Credo war eigentlich, wir müssen gucken, dass wir die Leute irgendwie in irgendeiner Form von Beschäftigung halten. Und also daher diese ABMs oder diese Beschäftigungsmaßnahmen, während beispielsweise eher, also gerade die Treuhand oder auch westdeutsche Politiker dafür einstanden, baut doch lieber was Neues auf, entlasst erstmal die Leute und dann können neue Wirtschaftsstrukturen entstehen. Und da war Hildebrand ganz anders und das vertrat sie sehr vehement. Diese Dokumentation, die geht dann wirklich noch sehr, da geht es dann noch sehr zur Sache eigentlich. Da fallen dann auch Begriffe oder wird sich auch gegenseitig einiges unterstellt. Und Manfred Stolpe auf der anderen Seite hatte eben diesen integrativen Charakter. Das entsprach ja auch ein Stück weit seiner Funktion, die er vor 1990 hatte, in der evangelischen Kirche in Ostdeutschland, wo er ja als Mittler auftrat zwischen Staat und Einzelpersonen und Interessen, wo er immer gucken musste, dass man sich relativ vorsichtig bewegt. Und ich glaube, mit diesen beiden Figuren konnte man eine sehr breite Schicht in der Bevölkerung irgendwie ansprechen. Ich denke, das war ein Teil dessen. Und über das Besondere in Brandenburg kommen wir dann vielleicht auch noch zu sprechen. Also dieser sogenannte Brandenburger Weg. Darüber könnte man natürlich auch noch mal was sagen. Ja. Frau Kuschel, haben wir noch eine weitere Frage? Oder ansonsten würde ich vielleicht bei dem Thema noch weitermachen. Ja? Der Brandenburger Weg, der sogenannte Brandenburger Weg, der für viele Bereiche, für viele Politikfelder dann auch immer wieder ins Spiel gebracht wird. Würden Sie den auch so feststellen können für diesen Transformationsprozess von der Plan zur Marktwirtschaft und für die Privatisierung dann auch der ostdeutschen Betriebe in Brandenburg? Kann man das so sagen oder würden Sie da auch ein großes Fragezeichen dahinter setzen gegen diese Chiffre, die ja damit auch verbunden ist? Ja? Ich glaube, dass dieser Brandenburger Weg, dieser Begriff auch eine wichtige Funktion hatte. Möglicherweise im ökonomischen Bereich weniger als im sozialen oder im gesellschaftlichen. Was ich damit meine, ist, dass dieser Brandenburger Weg sich vor allem auf in erster Linie auch auf eine Diskussionskultur bezog, beispielsweise im Brandenburger Parlament in Potsdam. Man hat die PDS dort wesentlich stärker mit partizipieren lassen an den Debatten. Es gab nicht a priori eine Ablehnung und wir reden nicht mit denen, wie das in Sachsen beispielsweise oder in Thüringen viel stärker der Fall war. Ein zweiter Aspekt ist,
der Umgang mit der Vergangenheit, der ja daran eigentlich anschließt. Das heißt, was ist eigentlich mit ehemaligen Leitungskadern passiert? Also Personen, die in der SED tätig waren, die in den Kreisen oder Bezirken herausgehobene Rollen hatten. In Brandenburg wurden verhältnismäßig weniger Menschen mit einer solchen Vorbelastung, der Begriff wurde damals verwendet, im Verhältnis weniger Menschen entlassen als in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Und es galt eigentlich im Allgemeinen das Credo, dass man die eigene Vergangenheit nicht zu sehr negiert oder dämonisiert, sondern dass es eben ein Teil der Geschichte ist und mit dem man eben umgehen sollte. Das ist, glaube ich, etwas, was diesen Brandenburger Weg sehr stark charakterisiert hat, was allerdings weniger dann auf die Wirtschaftspolitik Auswirkungen hatte. Man könnte jetzt natürlich dann wieder Regine Hillebrand dieses emotionale, menschliche nehmen, aber oder diese Wärme, die sie auch ausgestrahlt hat, aber ich glaube, das ist da weniger angesiedelt. Es geht eher um dieses Selbstverständnis. Also der damalige Berliner CDU-Chef Landowski hat, glaube ich, im Zuge der Landtags- oder der Wahlen in Berlin mal von Brandenburg als der kleinen DDR gesprochen, wo sozusagen dieses Rote, eben noch SPD-regierte, da irgendwie alles noch so stattfindet wie früher. Was natürlich überspitzt war, was in Zeiten des Wahlkampfs geäußert wurde, aber was das so ein bisschen mit aufgreift und dieser vorsichtige Umgang, dieses Verzichten auf diese starken Brüche hat möglicherweise eben auch dazu beigetragen, dass die SPD in Brandenburg eben seit vielen, vielen Jahren so stark ist und an der Macht ist, beziehungsweise vor allem in den 90er Jahren. Man darf nicht vergessen, die SPD ist 1994 mit einer absoluten Mehrheit aus der Landtagswahl der zweiten herausgegangen, konnte also alleine regieren. Frau Kuschel. Vielleicht passt die eine Frage, die über den Chat hineinkam, doch ganz gut dazu. Wir sind ja jetzt auf dieser obersten Ebene der Landesregierung, aber die Zahl, die du vorhin im Vortrag hineingeworfen hast, von den 35.000 Beamten aus dem Westen, die in die neuen Bundesländer gekommen seien, die sozusagen wurde hier als Frage in den Raum gestellt. Auch die Zahl für Brandenburg war ja relativ hoch, die du genannt hattest. Kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen zur Gesamtzahl der Beamten, die im Land tätig waren? Beziehungsweise wo genau wurden diese westdeutschen Beamten dann eingesetzt? Und wer hat am Ende in den neuen Bundesländern entschieden, ist sozusagen die Frage, die hier nochmal auf den Punkt gestellt wurde. Ja, die ganz genaue Zahl für Brandenburg, da müsste man jetzt sagen, zu welchem Zeitpunkt oder insgesamt bis Ende 94, die hatte ich auch schon mal aufgeschrieben, müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachschauen. Es sind ein paar Tausend, ich glaube, müssten um die 4.000 oder 5.000 gewesen sein. Das will ich aber jetzt sozusagen nur mal so als Zahl in den Raum stellen, da muss ich nochmal nachschauen. Wichtiger ist tatsächlich die Frage, wo wurden die Beamten entsendet? Das waren vor allem herausgehobene Positionen. Das war aber auch nachvollziehbar, denn es ging ja darum, das westdeutsche Verwaltungssystem zu übertragen. Und da mussten die Leute im Grunde genommen an den Schaltstellen sitzen. Auch die brandenburgische Landesregierung, da waren 5 von 11 Ministern, kamen aus Westdeutschland. Vor allem auf der Staatssekretärsebene, da war es nochmal deutlich signifikanter. Das waren fast durchgängig Westdeutsche, weil es da eben natürlich gerade um den Aufbau einer funktionierenden Ministerialverwaltung ging. Aber auch natürlich in den Leitungsfunktionen, dann in den Landesbehörden auf kommunaler Ebene kann man eigentlich den Grundsatz nennen oder zum Ausdruck bringen, je höher, je mehr Westdeutsche. Das wurde aber auch unterstützt und gefordert. Also ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr aus einer Ex-Post-Perspektive sagt, das hätte man doch anders gestalten müssen. Im Grunde genommen brauchte man diese Leute und die wurden von den Kommunen auch sehr stark angefordert beispielsweise. Gerade eben diese Verbindung Brandenburg-Nordrhein-Westfalen, da gab es etliche Gesuche und Bitten schon noch vor der Wiedervereinigung. Wir brauchen hier Personal, was uns erstmal diese Abläufe erklärt. Und dann sind viele auch geblieben, die vielleicht nur 2, 3 Jahre bleiben wollten. Die sind dann eben dauerhaft geblieben. Das ist dann aber vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen was anderes. Die Frage, wie sich dieser Elitentransfer, wenn man ihn so nennen möchte, wie der sich eigentlich dann vollzogen hat, beziehungsweise in der längeren Sicht sich entwickelt hat. Aber gerade für die frühen 90er Jahre waren die westdeutschen Aufbauhelfer ganz, ganz zentral, ganz, ganz wichtig, um diesen Verwaltungsapparat überhaupt in Gang zu bekommen.
Da kann man aber letztlich ja sagen, dass wir haben ja den Vortrag auch zur Treuhand zum Personal vor ein paar Wochen hier gehört, wo ja im Prinzip Ähnliches von der Struktur her zu sehen ist, dass sozusagen bei dem westdeutschen Treuhandpersonal und dann diesen Pendants in Brandenburg, die du beschrieben hast, also wie dem Treuhandreferat selbst, sich im Prinzip Westdeutsche dann auch in diesen Treffen gegenüber saßen. Ja. Ja, absolut. Also es konnte schon vorkommen, dass sich Westdeutsche gegenüber saßen und über Brandenburger Themen gesprochen haben. Aber das hieß ja nicht, dass man sich deswegen nicht für seine jeweilige Position einsetzte, sondern die Interessen lagen natürlich häufig auch unterschiedlich oder jeweils waren unterschiedlich angesiedelt in dem, was die Landesregierung auf der einen Seite wollte. Und da ging es schwerpunktmäßig um den Erhalt von Betrieben, um Mittel, die bereitgestellt werden, und die Treuhänderstadt auf der anderen Seite, die darauf drängte, diesen Wirtschaftsumbau möglichst schnell und effizient über die Bühne zu bringen. Also insofern ist das sicherlich immer wieder vorgekommen, aber das hat an sich, glaube ich, noch gar keine qualitative Aussage. Haben Sie in Ihren Dokumenten Hinweise finden können über die Art und Weise der Zusammenarbeit dieser sogenannten Aufbauhelfer aus dem Westen in diesen ostdeutschen Kommunalverwaltungen, aber auch Landesverwaltungen? Wie kann man sich das vorstellen? Gab es dort Reibungspunkte, Verständnisprobleme, Kommunikationsschwierigkeiten? Dokumentiert sich das irgendwie in den Akten, die Sie gesehen haben? Ja, das dokumentiert sich. Also zunächst mal gerade so in dieser Frühphase von Sommer 1990 bis Anfang Mitte 91 ist da sehr viel erstmal Neugier und Dankbarkeit, denn die Leute wurden häufig für mehrere Wochen abgeordnet und dann haben versucht, in verschiedenen Kurzlehrgängen die Leute dann, also die Westdeutschen haben versucht, die Ostdeutschen zu schulen oder bestimmte Bereiche beizubringen. Beispielsweise natürlich auch im Bereich der Rechtsprechung, welche Paragraphen gelten überhaupt, wie sind Amtsverordnungen, Vorschriften etc. Das ändert sich dann natürlich so ein bisschen im Verlauf der Jahre, weil das gilt fast ein bisschen äquivalent für die Treuhandanstalt. Wer ging dann nach Ostdeutschland? Das waren häufig Junge, die jetzt, wenn sie für ein, zwei Jahre gingen, noch keine Familie hatten und dadurch einfach mobiler waren. Oder es waren vielleicht auch welche, die ganz am Ende ihrer Karriere standen, teilweise auch schon pensioniert waren und das nochmal als Aufbauhilfe oder als persönliches Engagement sahen. Und wenn jetzt der junge Abteilungsleiter dort in ihre Funktion kam und dort auf ostdeutsches Personal traf, was ganz anders sozialisiert war und auch einen anderen Umgang durchaus gewöhnt war in der Kommunikation, dann konnte es durchaus zu Reibungspunkten kommen. Also in Eberswalde beispielsweise konnte man das auch ganz gut beobachten, dass da der Ton dann auch durchaus, also gegenüber denen, also die, teilweise waren die Westdeutschen nicht den etwas raueren Umgangston beispielsweise gewohnt. Und Mitte der 90er entwickelten sich dann natürlich auch Stereotype, die wir auch aus anderen Kontexten kennen, wie die des Besserwissis und des Jammerossis, und das gab es auch im Verwaltungsbereich. Also das kann man durchaus da auch sehen. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf diese zwei Fallbeispiele zurückkommen, beziehungsweise auf das Fallbeispiel Wittenberge, den Nähmaschinenwerk. Ich fand es erstaunlich, dass Sie berichtet haben, dass im Landtag das Thema so gut wie gar nicht behandelt wurde. Das ist doch erstaunlich. Die PDS war ja in den 90er Jahren sozusagen die regionale Protestpartei, die gerade diese negativen Folgen der Privatisierungspolitik auch thematisiert hat, auch sehr stark in die Öffentlichkeit getragen hat. Und dass doch dieses sehr bekannte, regional bedeutsame Werk sozusagen völlig unter den Radarschirm sozusagen dann auch des Landtags geriet, fand ich jetzt bemerkenswert. Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Ich persönlich habe zwei Thesen. Das eine ist tatsächlich, dass zunächst mal die Perspektive als relativ gut gesehen wurde bis Mitte, Ende 1990 und dass dann der Zusammenbruch so extrem rasch erfolgte. Also von Anfang 91 bis Mitte 91, könnte man sagen, ging da eigentlich alles in so kurzer Zeit bergab, dass das eigentlich fast zu überraschend kam und man nicht wirklich Zeit hatte, darauf zu reagieren. Während bei ECO im Grunde genommen von Anfang an klar war, dass man da was machen muss. Mhm. Während jetzt in Wittenberge etwa das noch nicht so richtig eindeutig war, müssen wir überhaupt uns engagieren? Kriegen wir da nicht vielleicht relativ schnell eine gute Privatisierungsmöglichkeit geboten? Einen zweiten Aspekt, den ich auch nicht ganz ausschließen möchte, das ist die Frage der regionalen Zuordnung. Denn Wittenberge gehörte bis 1989 nicht zum Bezirk Potsdam, zu Brandenburg, sondern gehörte zum Bezirk Schwerin. Das heißt, dass auch so personelle Zuordnungen, Kontinuitäten vielleicht in der Form nicht so gegeben waren, dass auch diese Stimme der Prignitz vielleicht, also
möglicherweise besonders bekannte oder lautstarke Volksvertreter aus der Region, Landrat etc. oder Bürgermeister, einfach nicht so wahrgenommen wurden. Und vielleicht auch wirklich aufgrund der peripheren Lage Wittenberge da ein Stück weit ins Abseits geriet. Das wäre noch ein zweiter möglicher Erklärungsansatz. Ja, bitte, Frau Kuschel, Sie haben, glaube ich, noch einen... Eine Frage habe ich noch, denn die schließt sich ja auch wieder ganz schön an, weil sie sich auf das andere Fallbeispiel ECO bezieht. Dass die Brandenburger Landesregierung sich für den Erhalt einsetzte, das ist sozusagen verständlich und wird klar. Aber wie kann man diesen Strategiewechsel von Breuel erklären? Also sozusagen Sanierung vor Privatisierung. Was hat da den Ausschlag gegeben? Ich glaube, dass Birgit Breuel ja das Ganze schon übernommen hat. Also die Problematik des ECO, das war relativ schnell bekannt, dass dieser Standort an sich in einer derartig monostrukturierten Region und auch derart exponiert in irgendeiner Form erhalten bleiben müsse. Also alleine die Tatsache, dass die ganze Stadt nur deswegen gebaut wurde, weil das Werk dort stand. Denn es ist nicht das Werk entstanden, weil es die Stadt gab, sondern die Stadt ist um das Werk herum gebaut worden. Das erklärt schon mal, warum die Treuhand durchaus verstanden hat, dass man hier nicht einfach Tabula Rasa machen kann und hoffen kann, dass dann irgendwas Neues entsteht. Das war dann schon klar, das war ihnen bewusst. Dieser Schwenk hin zu einer eigenständigen Sanierung, der hängt, glaube ich, doch recht stark mit diesem Begriff der industriellen Kerne zusammen, des Erhaltes der industriellen Kerne. Das Ganze begann ja mit dem Chemiedreieck. Da hat Rainer Kalsch vor einigen Wochen drüber gesprochen, diesem Kanzlerversprechen von Helmut Kohl. Und das wirkte sich dann auch auf die anderen ostdeutschen Bundesländer aus. Man könnte fast sagen, dass jedes Bundesland so sein eigenes Prestigeprojekt bekommen hat. Das ist nie... Also offiziell nie so verkündet worden. Aber wenn man mal so schaut, in Mecklenburg-Vorpommern waren es die Werften, in Brandenburg war es eben Eisenhüttenstadt, dann ist das Chemiedreieck, in Thüringen ist es Carl Zeiss. Also man kann eigentlich sehen, so jedes Bundesland hat irgendwo da so ein Großprojekt abbekommen, wenn man so sagen möchte, wo im Grunde genommen das Geld nicht die entscheidende Rolle spielte, was ansonsten schon eine ganz wichtige Rolle spielte. Aber etwas lapidar gesagt, bei Eisenhüttenstadt ging es am Ende auch nicht mehr um 100 Millionen mehr oder weniger. Darum würde ich vielleicht noch eine Frage anknüpfen. Hätte es noch mehr industrielle Kerne auch in Brandenburg geben können? Also es ist eine Frage, die uns ja auch in den anderen Sitzungen zu anderen ostdeutschen Bundesländern, zu Thüringen beispielsweise auch beschäftigt hat. Johannes Ludewig, der wirtschaftspolitische Berater von Helmut Kohl, hat das selber auch noch in jüngster Zeit selbstkritisch dann auch noch mal erwähnt. Man, also damit meint er die Bundesregierung, aber auch zusammen natürlich mit den ostdeutschen Landesregierung und der Treuhandanstalt, man hätte durchaus mehr industrielle Kerne bilden können. Wie würden Sie das einschätzen? Hätte es da eine Option gegeben für Brandenburg und wenn ja, wo? Wittenberge offenbar nicht, oder? Vielleicht gerade Wittenberge, wenn man eine andere Strategie verfolgt hätte. Also jetzt sind wir natürlich im Kontrafaktischen, aber ich hatte angedeutet, dass in Wittenberge man drei Betriebe hat und jeder Betrieb für sich genommen, da ist die Schließung nachvollziehbar, entweder aus ökologischen oder vor allem aus finanziellen Aspekten oder aus Aspekten der fehlenden Perspektive, denn Nähmaschinen in der Größenordnung wurden nicht mehr gebraucht. Die Menschen kauften jetzt billiger ein, man reparierte nicht mehr so viel zu Hause und Nähmaschinen konnte man plötzlich auch wesentlich günstiger aus Ostasien importieren. Also diese Perspektive dieses Standortes als beispielsweise Nähmaschinenerzeuger war ziemlich gering oder ziemlich schwach ausgeprägt. Die Frage ist, hätte es eine Form der Zusammenarbeit geben können, wo man durchaus noch bewusster im Bereich Strukturpolitik Ideen und Konzepte ausgetauscht hätte, wo die Treuhand involviert gewesen wäre. Und das ist nicht erfolgt. Stattdessen ist man eher in den Einzelfällen immer herangegangen und hat geguckt, was kann man denn von dem, was da ist, noch erhalten? Und das ist in Brandenburg eigentlich bei vielen Standorten tatsächlich gelungen, weil sie eben doch teilweise so groß und so wichtig waren, dass man irgendwas erhalten musste und dass man nicht die komplette Niederlage da zulassen konnte und wollte und sollte. Aber natürlich auf Kosten vieler, vieler tausend Arbeitsplätze. Und ich glaube, Johannes Ludewig hat es gesagt, hätte man mehr Geld aufwenden müssen. Und dafür war, glaube ich, die Bereitschaft nicht gegeben. Dieses Beispiel ECO verdeutlicht ja auch ganz gut die Gemengelage oder die Problemlage. Warum soll man jetzt plötzlich hier einen Standort mit mehreren Milliarden stützen? Warum? Wenn im Westen ja auch schon Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut werden. Und das Geld zur Stützung dieser ostdeutschen Betriebe kommt ja dann auch noch hauptsächlich aus dem Westen. Also da hat natürlich auch politischer Druck in westdeutschen Bundesländern und auch durch die Unternehmen eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt, das Ganze irgendwie versuchen zu begrenzen finanziell.
Ja, vielen Dank. Frau Kuschel, wir haben keine weiteren Fragen aktuell mehr oder dann? Ja, den Dank für den interessanten und verständlichen Vortrag. Ja. Ja gut, dann sind wir am Ende dieses Vortrags angekommen, auch am Ende dieser Veranstaltungsreihe. Ich will jetzt gar nicht versuchen, hier noch ein Abschlussstatement abzugeben. Dafür ist die Zeit schon etwas weit vorangeschritten, aber vielleicht noch einen Gedanken möchte ich auf den Weg bringen. Geschichte ist nicht nur schwarz und weiß, sondern besteht aus vielen Grautönen. Oder wenn man es etwas anschaulicher sagen möchte, Geschichte ist bunt, so wie das Leben bunt ist. Und wenn wir mit dieser Veranstaltungsreihe einen kleinen Beitrag dafür leisten könnten, diese Geschichte der Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft differenziert und pluralistisch sozusagen mit vielen verschiedenen Perspektiven deutlich werden zu lassen, unter Einbeziehung sozusagen der Erfahrungsperspektive auch der Menschen und der vielen Verlustgeschichte, dann hätten wir, glaube ich, wären wir, glaube ich, sehr froh darüber. Insofern bleibt mir jetzt am Ende nur noch einen großen Dank auszusprechen unserem Gastgeber der Stiftung Aufarbeitung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier in der Vergangenheit, aber auch heute hier tatkräftig mitgeholfen haben, dass diese Veranstaltung in dieser Form auch stattfinden konnte. Ein großer Dank an unsere Technik, die in bewährter Weise, wie bei jeder Veranstaltung, auch hier dafür gesorgt hat, dass die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden waren. Ich danke an den Referenten, ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, das Thema Treuhandanstalt wird uns, glaube ich, nicht loslassen. Es hat hohe gesellschaftliche Relevanz. Insofern sind wir zwar am Ende der Veranstaltung, aber die Forschung und die gesellschaftliche Debatte wird weitergehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer anderen Gelegenheit wiedersehen, wieder hören könnten, vielleicht auch wieder in nicht allzu ferner Zukunft in einem alten, bekannten Format mit persönlichen Kontakten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und tschüss.